Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis und herzlich willkommen zu den wahrscheinlich zwei letzten Aufnahmen für, oder nicht zwei letzten Aufnahmen, zwei letzten Spiele für diese Weekend League. Letztes Spiel lief meiner Meinung nach bitter. Warum, wissen wir. Hauptsächlich aus dem Grund, weil ich eigentlich einen leichteren Gegner hatte. Der aber muss dann irgendwie abbrechen zur Halbzeit und ich bekomme dann halt danach einen mega schweren zugelost. Fand ich ziemlich beschissen, ehrlich gesagt. Ist aber auch nicht das erste Mal, dass es passiert. Und gegen den sehr schweren, der halt auch einfach das viel bessere Team hat, da habe ich dann leider auch verloren. Okay, hier haben wir jetzt mal jemanden, der hat nicht so ein super krasses Team, aber halt auch ein gutes Team. Den Inform-Stürmer kenne ich nicht, aber Foot Champions. Deswegen hat er wahrscheinlich irgendwie versucht, ein Team herumzubauen. Aber jetzt egal. Komm, jetzt die letzten beiden Spiele noch gewinnen und alles ist gut. Oder wenigstens erstmal ein Spiel gewinnen, weil dann bedeutet das nämlich, dass wir im nächsten Spiel bloß, im nächsten Spiel, in der nächsten Weekend League auch nur 14 Spiele brauchen als Siege. Wenn wir jetzt diese beiden letzten Spiele verlieren, brauchen wir halt 15. Das wäre halt nicht so geil. 14 ist schon nochmal deutlich einfacher, finde ich. Schön gemacht eigentlich von Can. Ist halt im Strafraum, wird halt nicht gepfiffen, sowas. Ja, schön, wie Firmino einfach da steht, nichts macht. Ist auch für mich zu viel aufzuregen. Da steckt noch das. Ach, scheiße, wir kriegen ja den Ball noch. Oh, ich habe gar nicht drauf geachtet. Scheiße, Mann. Ich habe schon mit dem, mit der Ecke gerechnet. Gemacht von Smalling. So, jetzt haben wir wenigstens einen kopfballstarken Spieler davon stehen. Ich hoffe mal, er macht jetzt mal eins. Auch lange keins mehr gemacht. Ich sage ja, Benteke. Aber man muss auch dazu sagen, was sind denn das für Flanken? Ne? Also, deswegen vermisse ich halt auch De Bruyne, weil einfach diese super konstanten. Flanken nicht mehr kommen. Ja, schöner Berberspin. Pfeift aber auch nichts. Nein! Fuck! Der hätte ruhig mal ins Tor abgefälscht werden können. Oh, krasser Schuss von Smalling. Also als Innenverteidiger ist das halt schon gut. Zum Glück legt er sich so weit vor, als hätte sonst ein ekliger Konter werden können. Und der passt halt einfach viel zu weit. Vielen Dank.
Eieiei. Viele gefährliche Strafraum sehen wir halt wirklich super oft in letzter Zeit in meinem Spiel, aber sie kommen einfach nicht gefährlich. Schwacher Linker. Ihr macht Benteke vielleicht. Krass. Habe ich echt gedacht, da kommt locker vorbei. Schön gemacht von Reed. Wichtig vor allem. Eigentlich gut gemacht von Chan, der da zweimal den Ball erobert. Also dafür, dass er sich da wirklich gut durchgedribbelt hat, richtig schwacher Abschluss. Boah, ey, wie er sich da wieder durchgelackt hat. Ah, er scheint gerne so beschissen rumzudribbeln vor meiner Abwehrkette. Ruhig bleiben. Selbst wenn es 1-0 fällt, ruhig bleiben. Oh, fuck. Richtig schwach. Hast du mit dem Innenverteidiger durchrennen? Ach, wir haben uns so viele gefährliche Strafraumsituationen erspielt, aber kriegen halt einfach keinen geilen Schuss hin oder machen das Ding nicht rein, wie auch immer. Es ist. Ich kann aber auch nicht sagen, es ist eine schlechte Chancenverwertung, weil meistens ist es keine Chance, weil wir uns nur gefährlich in den Strafraum spielen, aber halt den Abschluss nicht hinbekommen. Das ist das Problem. Das spricht natürlich für die gute Defensivarbeit der Gegner, aber es nervt halt einfach. Schwacher Laufpass. Halt einfach viel zu kurz. Oh, ich habe ihn schon reingehen sehen. Geiler Schuss. Oh, Kane. Und das erwarte ich halt, dass der reingeht, ey. Fuck. Bei so einer Kopfballstärke, der kam komplett unbedrängt zum Kopfball. Dann macht er den halt nicht rein. Das ist echt bitter. Schön abgedrängt. Buffon, hör doch mal auf, so durchzudrehen, Freund.
Krass, ey. So ein paar krasse Paraden, muss man auch sagen. Die letzten Torhüter hatten echt ein paar Dinger dabei. Eigentlich geil gesehen, aber hat nicht gereicht. Ja, die hatten einfach Dinger dabei, die Torhüter in letzter Zeit. Buffon da auch wieder, komplett am Durchdrehen. Ah nee, ich glaube, meine lasse ich mal noch ein, zwei Minuten. Bei dem Unentschieden hier. Meine, wir haben schon Gold 2 sicher. Das ist echt nicht schlecht dafür, dass ich komplett angeschlagen fast alle Spiele machen musste. Da bin ich eigentlich schon ziemlich zufrieden mit 13 Siege, nicht schlechter als das schlechteste Ergebnis. Natürlich in einem Monat, wo man 16, 19, 17 schafft, dann nur noch 13 ist halt scheiße, aber naja. Ich spiele mit der Dreierkette, habe ich gar nicht gemerkt. Krass, das Spiel aber eine echt gute Dreierkette, aber wahrscheinlich sehr defensiv, so dass halt Thiago und Vidal sehr weit nach hinten mitrücken. Noch Ball gespielt. Was hat er denn vor? Was hat er denn vor? Oh, ich hatte kurz Angst, ich hatte kurz Angst. Noch mal ganz kurz. Hat leider keine Power mehr. Oh, Halt's Maul, das kann doch nicht sein! Wie kann er denn den Kopfball nicht machen? Wie kann denn Buffon den halten? Was ist denn hier los? Oh, so verdient langsam. Ich habe nicht flach geschossen, ich habe einfach nur aufgezogen und er haut halt so eine Scheiße raus. Danke. Kann mir auch nicht vorstellen, dass der einfach. Egal. Oh, so eine geile Flanke. Es wäre so ein geiler Kopfball geworden. Der verkackt ihn halt. Das war unser 1-0, ohne Scheiß. Klar, Buffon hatte schon die eine oder andere Situation, aber dass er den dann auch noch hält, ist einfach nur gestört.
Nein. Ich habe anscheinend auf Schießen und Passen gedrückt. Ich raff's echt nicht, wie er den halten kann oder wie Kane ihn nicht unhaltbar setzen kann. Ich versteh's einfach nicht. Regt mich schon wieder auf, ey. Und es ist jetzt in den letzten Spielen häufiger mal vorgekommen, solche geilen Chancen. Nicht in allen Spielen, aber meine Fresse. Und es ist auch nicht die erste in dem Spiel. Aber egal. Ich muss runterkommen. Ruhig bleiben. Es steht 0-0. Du kannst trotzdem noch das 1-0 machen. Selbst jetzt noch. Bleib einfach ruhig. Okay, mal wieder Verlängerung. Es wäre absolut verdient, wenn ich führen würde. Sanchez eingewechselt. Was für ein genialer Scheißpass. Aber Conway macht's wieder gut, nice. Alter, das war ein richtig, richtig geiler Schuss und. Boah, Buffon hält auch den. Das gibt's gar nicht. Das war ja auch klasse gemacht mit Ribéry. Abgefälscht. Oh. Kane, mach doch endlich mal einen rein. Oh, er macht ihn selber und er macht ihn nicht rein. Ohne Scheiß, Benteke hätte bei den ganzen Ecken, die wir jetzt hier schon gehabt hätten, schon lange einen gemacht. Und er macht auch so halt keinen rein. Ich muss, glaube ich, echt wieder auf Kane wechseln. Wenn er nicht diese verfluchten 4 Tore in diesem einen Spiel gemacht hätte, wo ja echt auch geile Tore dabei waren, hätte ich ihn halt schon lange wieder gegen Benteke gewechselt. Ohne Scheiß. Das Geile ist halt, das heißt, das Geile, das Schöne ist, ich würde mit Kane wahrscheinlich auch so die 50.000 Coins gut machen, weil ich halt mir relativ preiswert geholt habe. Für so 250.000, ja genau, 250.000 habe ich mir geholt. Und da ist jetzt aber seine 300.000 plus wert. Oh, fuck! Auch wieder geiler Schuss von Ribéry. Ich meine, klar gehen die Dinger nicht immer rein, aber ich habe ja nun genügend Chancen gehabt in dem Spiel, dass mal irgend so ein Scheißding reingeht, ey. Schön gelackt gewesen, ey.
Doppelfuck. Ja, warum auch? Warum soll denn auch Kane reinmachen? Warum auch? Ist ja nur eine gute Situation. Buffon ist ja der Beste der Welt. Zum Kotzen. Da ist es mir auch scheißegal, von wegen, die musst du mir aufziehen oder sowas. Irgendwann muss auch mal Kane seine Abschlussklasse beweisen und die Ding reinmachen. Ich glaube, ich werde jetzt echt wieder austauschen gegen Benteke, weil mir es gerade mega auf den Sack geht. Wie Kane spielt. Vor allem der linke Fuß. Ich habe immer das Gefühl, er hat nur 3 Sterne und er zeigt auch. Nicht bei Lacazette, wo man denkt, ah, die 3 Sterne, scheißegal. Oh Gott, Familie ohne Power. Jetzt echt einen Elfmeterschießen. Und ich sehe es wieder kommen. Wir sind die klar bessere Mannschaft. Wir spielen besser in dem Spiel. Wir haben geile Chancen, die von einfach meinem Magic Buffon gehalten werden. Und die halt mein Spieler wie Kane nicht machen. Und jetzt fressen wir wieder Scheiße im Elfmeterschießen. Ich merke das. Ich weiß das einfach. Es passiert jetzt auf jeden Fall. Negative Gedanken. Jetzt verliere ich sowieso. Nein, wir gewinnen. Komm jetzt. Das Spiel einfach gut. Konzentrier dich. Komm runter. Du schießt nicht zu straff. Du versuchst nicht daneben zu zielen. Und versuchst die gegnerischen Bälle zu antizipieren. Mehr kannst du nicht machen. Punkt. Oh. Nice. Wir gewinnen doch. Sehr geil. Wir waren auch der beste Elfmeterschütze, würde ich sagen. Und weil, wie gesagt, die waren ja nicht unhaltbar in die Mitte von dem Gegner. Und was wollte ich sagen? Es war auch verdient, wenn man das komplette Spiel gesehen hat. Von daher bin ich froh, dass wir es doch noch gewonnen haben. So, jetzt das letzte Spiel, alles oder nichts, weil wenn wir jetzt gewinnen, dann sind wir Gold 1. Das wäre halt schon geil. Ich meine, jetzt haben wir wenigstens die 14 Siege, da freue ich mich natürlich, dass wir mit 14 Siegen beim nächsten Mal, dem nächsten Wochenende auch noch 14 brauchen, aber der 15. wäre wichtig. Ich hätte gerne Gold 1. Es fühlt sich einfach immer deutlich geiler an als Gold 2. So, jetzt bin ich kurz am überlegen. Will ich wirklich Kane raushauen? Er hat halt diese scheiß 4 Tore gemacht in dem einen Spiel. 14 Scorerpunkte in 18 Spielen. Wir müssen aber 2 oder 3 abziehen. Das heißt, 14 Scorerpunkte in 15 oder 16 Spielen. Es ist halt eigentlich so gut, ne, irgendwie rauszukicken. Das ist das Problem. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Dass er halt eigentlich eine viel zu gute Quote hat. Aber das ist halt in dem einen Spiel die 4 Tore. Sonst wäre das halt nicht. Also sagen wir mal, wir rechnen jetzt diese 4 Tore und das eine Spiel weg. Dann hätte er halt in 17 Spielen keine 9, sondern nur 5 Tore gemacht. Hätte erst 10 Scorerpunkte in 17 Spielen. Und wir müssen halt 2 oder 3 Spiele abziehen. Also 10 Scorerpunkte in 15 oder 14 Spielen wäre immer noch okay, aber nicht berauschend.
Vor allem für das, was er kostet. Und ich glaube halt, es bringt mir echt mehr, den Kane zu verkaufen, mit Benteke zu spielen und dafür dann einen geilen ZOM. Also entweder wieder De Bruyne, der ja eigentlich gut funktioniert hat, vor allem mit seinen Vorlagen, oder eben einen. Also ich würde erstmal Eriksen probieren, ich würde erstmal Eriksen testen und dann halt auf De Bruyne wieder zurückwechseln, falls Eriksen nicht funktioniert. 18 Spiele, das ist halt auch nicht die Welt, ne? 18 Spiele, 8 Scorerpunkte. Selbst wenn wir da auf 16 oder 15 reduzieren, ist das nichts Besonderes. Vor allem Vorlagen, er macht halt einfach keine Vorlagen. Er scheint halt wirklich mehr so der Stürmer zu sein. Es wird so werden. Ich werde versuchen, jetzt Kane teuer zu verkaufen und wieder Benteke nehmen. Hat jetzt einfach mal. Ich meine, die Quote spricht klar für ihn, weil ihm müssen wahrscheinlich auch mindestens 3 Spiele abziehen. 24 Spiele, 16 Tore, 6 Vorlagen, das sind 22 Scorerpunkte. Was will man mehr bei einem Stürmer? Also, das ist ja wirklich mega gut. Und ich weiß, viele Tore waren über Ecken, waren über Kopfbälle, das ist ja auch scheißegal, das sind ja auch Tore. Das heißt, ich nehme ihn wieder. Müssen wir dann nur noch. Wie gesagt, mein Plan ist jetzt eigentlich Eriksen mit zu kaufen. Können ja mal spaßeshalber schnell gucken, was er gerade zur Zeit kostet. Aber ich glaube, der 88er ist der aktuelle. Das ist der höchste und der. Als ich letztes Mal geguckt habe, gab es mal einen für 355, glaube ich. Das war aber, glaube ich, ein Schnapper. Da war er relativ schnell weg. Und dann war, glaube ich, der nächst billigste 370.000 oder so. Der normale Eriksen hat mir nicht gefallen, aber das ist dann halt einfach mal die vierte Inform, glaube ich, der 88er. Der ist beidfüßig, der hat mega krassen Flankenwert von über 90. Also der müsste auch geile, konstante Ecken schlagen. Und ja, testen. Wenn der nicht klappt, würde ich dann, glaube ich, sogar noch eine Inform von. Wie heißt er? Von Fabregas testen, bei dem ist der Nachteil, er hat glaube ich nur 3 Steine auf den schwachen Fuß und er ist halt super langsam. Den muss man dann mit Hunter oder sowas spielen. Deswegen würde ich erstmal Eriksen testen, dann halt Fabregas und wenn der nicht funktioniert, dann würde ich halt wieder auf die Bräune zurückgehen, weil dann weiß ich, was ich habe. 387. Ja, 88er, 387. 387. Oh, ist 387 gerade das Billigste? Den habe ich, wie gesagt, kurze Zeit für 355 gesehen, aber das ist immer so bei den teureren Spielern. Die kann man halt, kann man immer ein kleines Schnapperle machen, weil da die Preise halt natürlich stärker variieren. Aber egal, machen wir mal das letzte Spiel jetzt. Da spielen wir dann mit der Bundesliga. Und Mali hat ja eigentlich schon wieder ein gutes erstes Spiel gemacht. Er macht leider kein Tor, aber hat halt wieder einen geilen Alu-Treffer und generell halt wieder eine gute Präsenz, bessere Präsenz als. Modest auf jeden Fall. Oh fuck. Ja, logisch. Wir müssten vielleicht mal die Spieler auf die Bank setzen. Das wäre vielleicht mal ganz schlau. Wo ist er denn? Ja. Schade. Modest war nicht schlecht, aber da fehlt immer noch ein Tick. Vielleicht, falls er eine dritte Info bekommen sollte oder eine Team of the Season Karte, dann könnte sein, dass das reicht und das ist dann geil, würde ich meinen. Solche Spieler, wenn die eine weitere Info bekommen, dann teste ich die natürlich immer wieder, das ist klar. Eine weitere Info von Mali wäre mal geil. Von dem habe ich auch die Once-to-Watch-Karte zum Kohle machen, aber bisher leider noch nichts. Ja, und Kane ist auf jeden Fall nicht so viel besser als Benteke. Das glaube ich, kann man sagen. Er hat halt einfach diesen einen Spiel. Hat er wirklich ein großartiges Spiel gemacht, das muss man sagen. Hat er wirklich ein richtig geiles Spiel gemacht. Aber ansonsten ist er zwar ein schlechter Stürmer, aber wenn man halt überlegt, dass das die fünfte Inform von dem Spieler ist. Und einfach mal. Was mache ich denn gerade? Ich bin so mit meinen Gedanken gerade verloren, dass ich gar nicht weiß, was ich mache. Mach gerade auf jeden Fall Quatsch. Ja, die fünfte Info vom Kane. Er ist eigentlich ein sickes Upgrade zu Benteke, aber er spielt sich sogar schlechter, würde ich sagen. Ich weiß nicht wieso.
Klar, die Kopfballstärke von Benteke hat echt viel ausgemacht, aber auch so, finde ich, hat sich Benteke besser angefühlt. Und auch mal einen Geilen mit dem Fuß reingeschrottet, zumal er halt einfach 4 Sterne auf den Schwachen hat, was mir einfach immer gut gefällt. Man hat einfach ein besseres Gefühl, wenn er dann mit dem Schwachen schießt. Kane hat auch schon Geilen gemacht mit dem Linken, er hat auch schon einige verschossen mit seinem Schwachen. Ich will einfach nur den tauschen, ich will den einfach nur austauschen, ich krieg's nicht hin. Mein Kopf ist echt schon total matsch, ich will gar nicht mehr weiterspielen, aber das letzte Spiel machen wir natürlich noch und ich hoffe, dass ich gewinnen und dass ich mich jetzt hier dazu nochmal richtig durchringen kann und gut motivieren kann. Und ich hoffe, dass Mali einfach durchdreht, von mir auch Müller. Ich meine, okay, der hat im letzten Spiel 2 Scorer-Punkte gemacht, was will man mehr erwarten? Ich habe ja Glück und im letzten Spiel schwachen Gegner, mal schauen. Würde ich mich nicht ärgern. Aber warte mal, ist das nicht irgend so ein krasses Trikot von Top 100 oder irgend sowas. Normalerweise mache ich ja keine aus. Ah, mir fällt das Wort nicht ein. Ich bin so kaputt im Kopf, bin so müde. Oh, auf den ersten Blick sah es schwach aus, das Team, aber dann halt Griezmann, Bale, Modric. Lloris ist natürlich auch kein schlechter Torhüter. Klar, der ein oder andere Spieler ist nicht der Beste, aber er hat halt auch ein, zwei Granaten drin. Vor allem im Sturm wird's eklig. Heißt, wir müssen sehr gut verteidigen und hoffen, dass er nicht ganz so gut verteidigt. Ach du Scheiße, na wenigstens nur zum Einwurf ganz dumm gepasst. Boah, da ein geiler Laufpass und das Ding ist vielleicht durch, aber. Habe ich dann erst im Nachhinein realisiert. Er tunnelt echt noch. Geiler Anfang, ey. Oh, fuck. Ach nee, er schießt drüber, okay. Aber trotzdem beschissen. Oh, halt's Maul, ey. Es geht richtig gut los. Egal, wir haben noch genügend Zeit, ein 1-1 zu machen. Sei denn, der Bill hat keinen Bock auf einen geilen Pass. Ruhig bleiben. Noch nichts vorbei. Geiler Pass von Vidal. Schön, dass jetzt Hummels mal häufiger davon steht, auch wenn es bisher echt weniger hat. Hat bisher echt wenige Tore gemacht nach solchen Ecken. Dummer Pass, ey. Steht leider genau richtig. Ich überlege, ob ich die Formation wechsle. Wir kommen nicht wirklich durch bisher.
Ich habe halt einen Direktpass gemacht, der macht ihn halt nicht und passt dann auf den Falschen. Schöner Schuss, schöne Chance. Was sind denn das für Flanken, verdammt? Warum macht denn die Reus jetzt immer so scheiße? Deswegen soll Hummels dastehen. Schönes 1-1. Wenn man wieder Zeit ist, wenn man eins macht, ey. Ich bleib jetzt weiter ruhig, weil ich mich schon so aufrege. Ich merke das. Ich bin einfach schon zu angepisst und auch ein bisschen müde etc. Ja, mit seinen dummen Laufpässen, ey. Oh, ein Lack und dann Tunnel da nochmal. Sehr geil. Überhaupt nicht lucky. Richtig sauber, souverän rausgespielt. Dumm gemacht für einen Pisscheck. Konnte ich wieder nicht steuern. So ein scheiß Dreckslacker, ey. Und warum? Weil Pisser, dieser Vollidiot, keinen Bock hat mitzulaufen und ich den halt gerade mal nicht gesteuert habe. Sorry. So ein geschenktes Dreckstor. Und dann geht natürlich auch der Pass in die Mitte durch. Was denn sonst? Warum soll er denn auch nicht funktionieren, der Pass in die Mitte? Steht ja niemand.
Was soll ich dazu noch sagen? Ja, komm. Das ist halt ein Foul. Er trifft zuerst den Spieler und dann den Ball. Aber es ist einfach dumm programmiert. Das liegt nicht am Gegner. Der Torhüter darf halt alles, wenn er zu dem Ball geht. Richtiges Scheißspiel zum Ende. Beschissene Weekend League, beschissenes letztes Spiel. Und wir bekommen halt nicht unseren Gold 1 Status. Weil er so einen beschissenen Kack-Tore schießt, ey. Erste Tor weiß ich gar nicht mehr, warum es so beschissen war. Es war Trace auf jeden Fall. Ist mir egal, weil wir jetzt eh kein drittes mehr schießen. Am meisten nervt mich das Gegentor, wo Piszczek nicht mitläuft, weil das einfach. Es ist eine Info im Spieler, selbst beim 33er Bronzescheißspieler müsste das da programmiert sein, dass die mitlaufen, wenn die sehen, dass jemand angerannt kommt. Warum bleiben die denn stehen? Verdammt nochmal, das kotzt mich an. Und dann fresse ich wegen so einer Scheiße ein Gegentor.
Ja, er bekommt ihn natürlich wieder nicht bestraft, den Fehler. Warum auch? Warum soll er den bestraft bekommen? Er spielt halt beschissen und bekommt dann trotzdem den Ball wieder. Fuck you! Dreckscheißspiel! Richtig beschissenes Ende, aber wie gesagt, war auch eine schlechte Weekend League. Wir haben zumindest unsere 14 Siege erreicht. Wir haben unser, ja, Minimalsieg, könnte man es eigentlich schon fast nennen. Und unter den Umständen, unter denen ich spielen musste, ist es auch okay. Aber das ist halt so beschissen wieder. Oh, fuck! Waren halt Haufen Dreckspieler dabei, das war eins davon. Fuck! Egal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.